Ladies and gentlemen, it's time for Prism TV. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen bei Grizzly TV. Und heute geht es weiter mit einer neuen Folge Team Deathmatch auf der Map Blast. Ich habe jetzt mal etwas später gestartet, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob wir eine Map kriegen, die wir schon haben. So, natürlich F1, Leertaste bestätigen. So, jetzt ist ja allmählich so der Alltag wieder eingetreten. Der Alltag hat wieder Einzug genommen. Nach den ganzen Feiertags-Gedöns. Ich hoffe, man hört den Hall nicht zu sehr, weil ich bin nämlich in der Zeit jetzt auch umgezogen. Und ich habe hier so eine riesige Wohnung. Das hallt hier etwas. Deswegen hoffe ich, man hört ihn nicht zu sehr. Oh, hier ist keiner. Oh, ja mal schade. Hä, wieso habe ich dich vorhin nicht gesehen? Wieso bist du jetzt nicht gestorben? Oh mein Gott, ich habe jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gezockt. Aber das kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Wieso habe ich den eben nicht gesehen? Verdammte Scheiße. Ja. Digga. Geh nach Hause. Nochmal. Ich glaube, die Map hatten wir noch nicht. Glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Komm, getroffen habe ich dich. Komm, nochmal getroffen habe ich dich. Du kämpfst doch jetzt in irgendeiner. Habe ich doch gewusst, Alter. Dass du in der Ecke kämpfst, du kleiner Mistsack. Nichts hast du mehr. Eieieiei. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt nicht gezockt habe, aber eine Weile ist es schon her. Ach nee, das ist einer von mir. Ups. Ja, mit der Shotgun. Erstmal wieder reinkommen in das Geschehen. Ich muss mir auch unbedingt mal so einen Zettel schreiben. Welche Einstellungen und so weiter ich habe, weil ich muss hier jedes Mal alles neu einstellen, das nervt mich hier tierisch. Es geht mir tierisch auf den Brenner. Ja, duck dich, ey. Diese Affen, die sich dann immer hinsetzen, wenn sie schießen, die gehen mir so auf den Sack, Alter. Ist nicht normal. Reloading. Aber mir scheint auch die Sonne hier so ziemlich in die Schnauze gerade. Das ist auch gerade voll ätzend. In der Fress, Junge. Weil abwechslungsreich bin ich. Abwechslungsreich. Ausnahmsweise bin ich mal tagsüber am Aufnehmen. Ja, crouch noch mehr, du kleiner Homo, Alter. Und mir scheint hier gerade so ziemlich die Sonne ins Gesicht und das ätzt voll ab. Ja, wo ist er denn? Helfen 30 Punkte. Steckst du dir sonst wohin? Wir müssten die Team Deathmatch Maps, glaube ich, auch schon fast alle durch haben. Also viel. Da, wo ist. Wo kam der jetzt schon wieder her, Mann? Ja, guck mal, wie er crouch, wie so ein Behinderter, du kleiner Aslak, Alter. Junge. Jetzt bist du cool, war, weil er sich wie so ein Spasti verhält. Du Mistgeburt, Alter. Ich treffe nichts ohne zu crouchen. Ich
kann nicht spielen ohne Crouchen. Ich muss crouchen wie so ein Behinderter. Junge, ich kriege hier gerade voll auf die Fresse. Das geht mir gerade voll auf den Sack. Ich spiele hier auf der Map sonst eigentlich immer positiv. Gegenschlag. Oh ja, du bist ein Digger, Junge, ey. Arschloch. Ein Schuss natürlich. Weil ihr es könnt, Junge. Schaut euch das, die Stelle mal in kurz oder langsam an, wie auch immer. Und guckt mal, wie viel HP ich noch hatte und wie viel Schuss die gebraucht hat. Ein einzigsten Scheißschuss. Unnormal. Unnormal. Da könnte man eine Nate hinschmeißen, ne? Wie viel? Oh, bist du ein Digger, ey? Bist du ein Digger? Ja, ein Schuss nicht in den Kopf, Alter. Meine Fresse, Junge. Jedenfalls müssten wir die ganzen Maps fast alle durch haben, wo ich vorhin, glaube ich, stehen geblieben bin. Viele dürften es nicht mehr sein. Also nicht, dass ich jetzt viele noch in Erinnerung hätte. Ich glaube 8 oder 9 waren es. Die 6. ist es jetzt. Dann haben wir das nämlich auch bald durch. Dann kann es weitergehen im nächsten. Ey, wer hat mir den jetzt geklaut, Alter, du kleiner Homo? Ist ja ätzend. Und da ist die Runde auch schon vorbei. Der letzte wurde mir echt geklaut, Alter. Ich krieg einen Anfall. Das gibt's doch nicht. That's not easy. Arsch. War nicht meine Runde heute. Schade, auf der Map spiele ich eigentlich sonst ganz gerne. Und eigentlich auch immer recht positiv, aber 3 Kills negativ. Egal, muss auch mal sein. So, das war es jedenfalls gewesen für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin, haut rein.